Ich möchte dich einladen, eine Übung auszuprobieren, welche sehr gut auch alleine als Selbsthilfe sozusagen zu dieser Verarbeitung von emotionaler Vernachlässigung dient. Und zwar die Übung dient zur Auflösung der Überlebensstrategie, wenn wir Aggression uns gegenüber anwenden. Du kennst sicherlich einige der Symptome, wenn manche sich selbst verletzen oder zum Beispiel Essstörungen entwickeln, hatte ich übrigens auch, oder in Beschäftigungssucht enden. Ich möchte dich heute zu einer Übung einladen, welche von Pete Walker, ihn kennst du ja wahrscheinlich, von mir abgewandelt wurde. Und es geht um die Fürsorge, die wir als Kind nicht erhalten haben. Wir kennen vier verschiedene Arten von Fürsorge. Die erste ist ja die verbale Fürsorge, dann haben wir eine sogenannte spirituelle Fürsorge, wir haben emotionale Fürsorge und körperliche Fürsorge. Und ich lade dich dazu ein, dass du dir eine Liste anfertigst. Und zwar mit all den Bedürfnissen und mit Themen und Ausdrucksweisen von diesen Fürsorgearten, die du damals vermisst hast. Dazu werde ich dir jetzt Beispiele nennen und so kannst du dir einiges aufschreiben. Oder eine Variante, dass du das laut aussprichst und vielleicht auch dabei Wut entwickelst. Weil durch Wut kommen zwar die alten Schmerzen hoch, aber du kannst endlich darum trauern, wie deine Kindheit war. Das ist eben eine der Trauertechniken. Also verbale Fürsorge kann sein, dass die Bezugsperson bereitwillig an Gesprächen zum Beispiel teilnimmt oder dass dir dabei behilflich war, ja, deine Sprachentwicklung zu fördern oder dass du genügend Lob und eben auch Feedback erhalten hast. Dir wurde auch zum Beispiel Geschichten oder Märchen vorgelesen. Ja, das sind jetzt die verbalen Beispiele. Worin besteht spirituelle Fürsorge? Besteht darin, dass wir von den Bezugspersonen ein kontinuierliches Feedback und Widerspiegeln erhalten haben darüber, dass wir ja in unserem Wesen grundsätzlich eine Güte haben, dass wir liebensfähig und liebenswürdig sind und dass wir einen würdigen Wert haben. Dann geht um solche Äußerungen oder Zeigen von Fürsorge, dass man zum Beispiel spirituell oder auch philosophisch geführt wurde, also wenn es um Glauben zum Beispiel geht, oder dass man mir wirklich Freude und Liebe und Spielen erleben ließ, dass man mit mir zum Beispiel auch viel in der Natur unterwegs war. Emotionale Fürsorge besteht darin, dass die Bezugspersonen uns mit Würde, mit Respekt und mit Zuwendung begegnet haben. Und dazu gehört dann auch, dass sie uns gezeigt haben, wie man zum Beispiel Wut nach außen tragen kann, dass sie uns gezeigt haben, wie man Gefühle äußern kann, die waren positiv gegenüber unsere emotionale Äußerungen. Die waren dafür da, dass Fragen beantwortet werden, aber sie haben grundsätzlich Interesse auch daran gezeigt, dass wir Gefühle zum Beispiel äußern wollen. Sie haben auch anerkannt, dass das Weinen eine emotionale Form von Traurigkeit ist. Und das war gewürdigt und nicht kritisiert. Sie konnten eine sichere Zuflucht oder Humor zeigen und sie konnten auch mit Liebe, Zärtlichkeit und Berührung umgehen. Wesentliche Fertigkeit oder Fähigkeit ist auch,
dass ich Mitgefühl erlernen kann. Also, dass ich heute zum Beispiel Empathie habe und Empathie zeigen kann. Das wird auch gelehrt und das gehört auch mit dazu. Die körperliche Fürsorge beinhaltet, dass wir Zuwendung und Schutz erhalten haben. Und dazu gehört auch, dass sie uns gezeigt haben, wie zum Beispiel Körperpflege geht, dass wir Schlafgewohnheiten haben, dass sie darauf geachtet haben, dass wir uns pflegen, dass sie uns beigebracht haben, wie Disziplin zu erlernen ist oder dass wir Verantwortung übernehmen. Aber sie haben auch unser Interesse erweckt und zwar an ein weiterer äußeres Umfeld. Und sie haben uns auch das beigebracht, dass wir zum Beispiel eine Balance zwischen Spielen, Arbeiten und für uns die Zeit benötigen. Und sie haben uns auch dabei unterstützt, dass wir uns neben Interessen auch zum Beispiel Hobbys oder ja, später dann auch Leidenschaften entwickeln. Ich hoffe, dass du jetzt genügend Anregungen dazu hast, eine Liste anzufertigen und warum das so wichtig ist. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wenn du die Liste hast, dann wird es dir bewusst, welche Verluste du letztes Endes in der Kindheit hattest. All diese fürsorgliche, ja, Äußerungen von deinen Bezugspersonen, von deinen Eltern, wolltest du gern haben. Und jetzt, dass du die jetzt auch definieren konntest, besteht die Möglichkeit, dass du diese dir selbst gibst. Du hast jetzt deine Bedürfnisse erkannt, du weißt auch, was dir gefehlt hat und du kannst es jetzt nachholen. Gleichgesetzt ist es nicht, aber du kannst dir heute gewährleisten, was dir damals nicht gegeben wurde und mit dir heute liebensvoll und emotional zugewandt umgehen. Ich wünsche mir, dass dir das Video gefallen hat und dass du auch Freude an der Übung dann findest. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, viel Sonne jetzt in dem Frühling und bis bald, Gabriela.